Hunt on Demand. Free Episode. Hallo liebe Hunt-on-Demand-Abonnenten und herzlich willkommen zu einem neuen Hunter Brothers Video. Ich denke tatsächlich, die allermeisten Leute werden dieses Video angeklickt haben, um uns bei der Jagd auf einen reifen Rotfisch zu begleiten. So viel sei vorweg gesagt, da hängt schon die Trophäe. Ja, in diesem Video werde ich meinen Hirsch erlegen. Dieser Hirsch ist für uns etwas ganz Besonderes. Er hat nämlich ein großes Stück Reviergeschichte ausschlaggebend geprägt und deshalb möchten wir euch jetzt unsere Geschichte zu diesem Hirsch erzählen. Und genau dafür machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung in meine Zeit als Jungjäger. Jetzt ansehen auf Hunt on Demand. Genauer gesagt ins Jahr 2017, als ich versuchte, unseren Freund und Kameramann Erik auf seinen ersten Hirsch zu führen und wir bereits beim Angehen zum Hochsitz einen Brunftrudel mit einem jungen Kronhirsch vorhatten. Und genau das war meine erste Begegnung mit meinem Hirsch. Später am Abend kam dann noch einer der gesuchten Altersklasse 2 Hirsche in Anblick. Doch leider hatte genau dieser ein Ende zu viel, weshalb der Finger gerade blieb. Und als es abends dann im Bruch zu dunkel wurde, pirschten wir zurück vom Auto, von wo aus ich dann meinen Hirsch zum ersten Mal so richtig ausgiebig begucken konnte. Hier sprachen wir den Hirsch als etwa 5- bis 6-jährigen, ungeraden 14-Ender an und konnten auch zum ersten Mal seinen Ruf hören. 2018 sollte es dann auch endlich mit Eriks erstem Hirsch klappen. Schön, ist das schön. Der perfekte Abschusshirsch kam uns an genau dem Hochsitz im Anblick, wo wir schon im letzten Jahr gesessen hatten. Erik hatte den Hirsch am Rande des großen Brunftrudels erlegt, wo wieder derselbe Hirsch aus dem Vorjahr der Platzhirsch war. Und wieder war er ein ungerader 14-Ender, wobei er eine kleine Abnormität an der Augsprosse hat. Wenn man genau hinsieht, ist die Eissprosse etwa doppelt so lang wie die Augsprosse und die Augsprosse knickt nach unten weg. Eventuell war dies schon ein Zeichen für die Veranlagung zur späteren Abnormität. Und als das Rudel gerade etwas weggezogen war, kam der Achter. Der hat Schuss. Der hat Schuss. Der hat ganz sauren Schuss. Halt mal sein. Hör mal. Und ein schönes Schuss. Ihr seht also, dass schon die Geschichte von Eriks erstem Hirsch massiv durch den Hirsch geprägt ist, den ich später erlegen durfte. Zur Nachbrunft 2018 hatte Paul mit seiner Freundin Silly den Hirsch wieder in Anblick. Was ist das für ein Hirsch, Silly?
Und bei diesem Ansitz konnte auch Silly ihren ersten Rothirsch erlegen. Dann. 2019 begann die Brunft ungewöhnlich früh. Bereits am 15. August stellte sich ein großes Kahlwildrudel auf dem Brunftplatz ein und es dauerte nicht lange, bis die Wildkameras auch den ungeraden 14-Ender bestätigten. Nun war sein Geweih wieder absolut makellos und von der abnormen Augsprosse war nichts mehr zu sehen. Als der Hirsch dann bestätigt war, pirschte Paul zum Brunftplatz, um dort das Brunftgeschehen zu filmen. Leider vertrat er dabei das Kahlwildrudel und beendete damit die Rotwildbrunft in unserem Revier. Wir hatten in diesem Jahr aber sowieso keinen Altersklasse 4 Hirsch frei und auch nicht das Gefühl, dass ein reifer Hirsch da wäre. Deshalb versuchten wir über den gesamten September unseren Vater auf einen abnormen Dammhirsch zu führen. Und nach etlichen Ausgängen, bei denen wir viele tolle Schaufler in Anblick hatten, hat das auch geklappt. Und auch 2020 war er wieder da. In diesem Jahr schob er ein Geweih, das fast exakt genauso aussah wie das im Vorjahr, als ob er gar nicht abgeworfen hätte. In diesem Jahr wollte ich versuchen, unseren Freund Peter auf einen geringen Hirsch zu führen. Doch bevor es soweit war, wollte unser Platzhirsch noch ein bisschen vor der Wildkamera posieren. Und ja, auch die Erlegungsgeschichte von Peters erstem Rothirsch wurde ausschlaggebend von meinem Hirsch geprägt. Denn auch Peters Hirsch erlegten wir, nachdem wir das Brunftrudel des 14-Enders lange in Anblick hatten.
Und einige Zeit, nachdem das Rudel weggezogen war, kam plötzlich ein anderes Rudel auf den Rumpfplatz, wo mehrere passende junge Hirsche bei waren. Der kleine, andere kleine Hirsch geht auch. Holz war da drin. Auf einmal dann doch noch dieses anwechselnde Rudel. Ja. Und dann hat's geklappt. So soll's sein. Perfekt. Ja, perfekt. 2021 hatten wir dann wieder einen reifen Hirsch frei. Deshalb hielten wir absolute Jagdruhe in den Rotwildeinständen und hofften, dass unsere Sendekameras einen alten Hirsch bestätigen würden. Und unsere Bemühungen lohnten sich. Denn ein großes Feisthirschrudel stellte sich bei uns ein und zeigte sich immer wieder auf den Wildhesungsflächen. Doch bis zum Beginn der Rotwildjagd am 1. August hatten die Wildkameras keinen wirklich alten Hirsch bestätigt, weshalb wir uns dann ab dem 1. August immer wieder hinsetzten und hofften, dass ein Hirsch über dem 10. Kopf unseren Weg kreuzen würde. Bei den vielen Pirschgängen und Ansitzen hatten wir natürlich auch eine Menge Anblick von sowohl Rothirschen wie auch Dammschauflern, die jetzt in der Feistzeit waren. Und nachdem wir dann einen Monat lang fast jeden Tag angesessen oder gepirscht haben, festigte sich langsam der Verdacht, dass kein wirklich reifer Hirsch im Revier ist. Bis dann endlich der altbekannte ungerade 14-Ender auftauchte. Jetzt war er allerdings ein ungerader 16-Ender, abnorm und reif. Selbstverständlich saß ich in den darauffolgenden Tagen sehr oft am Rumpfplatz an und hoffte, dass der altbekannte Platzhirsch endlich anfangen würde zu melden. Doch in den zwei darauffolgenden Wochen tauchte der Hirsch nicht auf. Lediglich junge, gut veranlagte Hirsche, wie dieser etwa 5-jährige 14-Ender, waren auf dem Rumpfplatz aktiv und trieben das Kabel. Allmählich machte sich Frustration breit, dachte ich doch, dass der Hirsch eventuell im Nachbarrevier erlegt worden sei. Doch dann endlich hörten wir eine Stimme, die uns bekannt vorkam. Morgen, Leute. Es ist September und Rotwildbums, wie ihr bereits gehört habt. Wir dürfen dieses Jahr bei uns im Betrieb einen reifen Hirsch erlegen. Und ja, Paul und ich sind uns einig, dass einer von uns beiden den schießen soll. Heute Morgen bin ich draußen mit der Waffe und Paul führt die Kamera. Und wir sind jetzt zum, ich glaube,
unserem 10. Mal draußen. Und zum 1. Mal haben wir jetzt eine Stimme vor uns, von der wir vermuten, dass es ein Reifehirsch sein könnte. Von der Stimme her. Die letzten Tage waren zwar auch immer Hirsche zu hören, aber es waren immer junge Hirsche. Ja, und jetzt gerade ist natürlich die Anspannung bei uns extrem groß. Es wird gerade hell, wie ihr seht. Ja, und jetzt müssen wir einfach mal hoffen, dass die Stimme näher kommt. Weil anpirschen wird in dem Bruch, wo er drin steht, sehr, sehr schwierig. Jetzt müssen wir mal warten. Ein Zehner. Kronzehner. Nee, du hättest dir noch gesprochen. Das macht Hoffnung, ein junger Kronhirsch. Ich glaube, das Lauf könnte rein.
einzigartige Chance, einen Kalb zu erlegen. Sollte sie nutzen. Bist du noch auf dem Hörst du den Hirsch drin? Ja, ja. Aber er steht spitz vor uns weg. Ja. Ich habe wieder gesichert. Ja, da war das Blatt schon frei. Aber es war genau ein Alt hier, genau hinterm Hirsch. Verdammt. Alter, dieses Gefühl. Entsichert. Auf sechsfach diesen Hirsch drin zu haben. Das wäre, wie viele Stunden ich den Hirsch schon in meinem Leben beobachtet. Auf die Lücke kommt. Und was schießt denn, wenn er steht? Wenn er jetzt nach rechts zieht, könnte es passen. Ja. Wenn wir eh nach links ziehen. Okay, Paul? Jo. Also der Kugelschlag beim ersten Schuss war verhältnismäßig leise, oder Paul? Und beim zweiten Schuss da war er flüchtig halt. War eine kleine Lücke, aber ich bin eigentlich perfekt. Dass er da jetzt nicht hinterherkommt, ist ein gutes Zeichen.
Ich schaue nach hinten und da kommt nichts hinterher, Gerold. Ja, das ist ein ziemlich gutes Zeichen. Da kommt nichts hinterher. Also ich meine, das war ein stehender Hirsch auf 90 Meter. Den trifft man. Das waren über 90 Meter. Meinst du? Ja, das waren über 150. Was ist los mit dir? Aber ich glaube auch der zweite Schuss hat auch gesessen. Da bin ich so perfekt abgekommen. Jetzt kommen wir wieder zurück, das gibt's doch gar nicht. Hör mal, wie die locken. Du hast gerade auf einen 1er Rothirsch oder einen Mittelbuchfahrt auf einen 4er Hirsch geschossen. Jetzt lass mich erstmal ganz ruhig bleiben, ja? Bleib ganz ruhig. Ey Leute. Das war. Schon was anderes als ein angeblatteter Rehbock auf 5 Meter, ne? Übel. Mir ist übel vor Aufregung. Vor Jagdfieber. Paul, danke, dass du dabei bist. Ich glaube, ich habe es doch gut gefilmt. Heute haben wir den 9. September. 7. glaube ich, oder? Nee, 8. 9. 9. 9. Ich glaube 9. Nee, 8. 8. genau. Seit dem 27. August war ich jetzt jeden Morgen draußen. Jeden Morgen draußen. Jeden Morgen um 3 Uhr aufstehen, eine Stunde im Wald stehen und hören. Und ich hatte absolut keine Hoffnung mehr, dass noch ein reifer Hirsch kommt, weil ich so viele junge Hirsche... Was aber auch ein richtiger Blödsinn ist. Ja, ja, aber man fängt ja an zu simulieren. Und ich habe halt so viele junge Hirsche gesehen, immer kahlwild. Und nichts schließt darauf, dass ein reifer Hirsch da ist. Und ich habe schon gedacht, okay, vielleicht ist der Hirsch, den wir die letzten Jahre immer da hatten, der halt immer da war eigentlich zur Brumpf. Vielleicht ist der halt einfach irgendwo gefallen. Kann ja sein. Im Winter in den Nachbarrevieren oder jetzt zur Feist in den Nachbarrevieren. Und heute Morgen fahren wir ins Revier und es ruft einfach an dem Brunftplatz, wo gestern ein 5-, vielleicht 4-jähriger Hirsch gerufen hat, kommt auf einmal eine Stimme aus dem Bruch, wo du denkst, das ist ein alter Hirsch. Ja, dann haben wir den Sitz hier bezogen und als es hell war, sahen wir auf einmal die Stangen aus dem Schilf gucken. Wie spät ist es jetzt? Ist es nach 6? Guck mal an, wie meine Beine arbeiten. Wie spät? Sieben Uhr acht. Ja, also viele von euch wissen es vielleicht schon oder ja wissen es halt, weil wir es wahrscheinlich im Videoaufbau schon erwähnt haben. Das ist ja der Hirsch, der jetzt die letzten Jahre immer auf unserem Brunftplatz, immer unser Platzhirsch war. Ich glaube, den ersten richtigen Videoauftritt hatte der Hirsch, als Erik damals seinen ersten Hirsch geschossen hat. Ich glaube, Dreispross hat irgendwie auch vorher schon. Dreispross hat von hier aus mal Fotos von ihm gemacht. Das kann sein. Auf jeden Fall, also als Erik seinen ersten Hirsch geschossen hat, diesen 8er im Bruch. In dem Jahr habe ich den Hirsch hier auch schon richtig gefunden. Und da war Erik 18. Das ist 5 Jahre her. Ah. Und da war der Hirsch schon Chef. Und du meinst, im Jahr davor hat Dreispross ihn hier schon fotografiert. Mhm. Und ich weiß auch, in dem Jahr, als Erik ihn geschossen hat, kannten wir ihn schon ein Jahr. Mhm. Als Erik den 8er geschossen hat, so rum. Der hat dich als 6-Jährigen schon den Platzhirsch gemacht. Ja. 6 Jahre lang Platzhirsch gewesen. Vermutlich hat er seine eigenen Kälber, die er selbst erzeugt hat, hier schon beschlagen. Oh, was ist...
Jagdfieber ist so krass. Das ist einfach. So, ich mache jetzt mal die Kamera aus, ja? Ja. Wir sind Jungjäger. So, wir haben jetzt eine halbe Stunde gewartet. Papa angerufen, habt ihr noch mitbekommen. Haben vor allem einem Bergetrupp Bescheid gesagt, dass sie sich mal bereithalten sollen. Weil tendenziell wiegt der Hirsch etwas über 200 Kilo und liegt in einem Erlenbuch. ja, ich ziehe mir jetzt mal direkt die Jacke aus, weil das wird gleich sehr warm. Und guckt euch dieses Gewehrchen an. Das erste Stück Wild mit dem neuen Holzschafter Monoblock. Das erste Stück mit dem Holzschafter Monoblock. Ist auf jeden Fall ein mit dem Holzschaft traumhaft schönes Gewehr, finde ich. Und schießt wie Gift. So, Paul, bist du bereit? Dann würde ich sagen, erstmal entladen wir. Wenn wir über den Graben hier vorne rüber sind, dann machen wir wieder voll. Los geht's. So, wir nähern uns jetzt dem Anschuss. Das Glas wird runtergedreht. Ich freue mich halt auch auf diesen Brummsgeruch. Da freue ich auch so drauf. Oh, da rennt Karlwild. Da rennt Karlwild. Also Leute, wir haben eine Stunde lang rumgesucht und jetzt hat Gerold endlich, also wir haben echt ein bisschen verkehrt gesucht, hat Gerold endlich mal was gefunden. Ja. Was vielversprechend ist. Das sieht sehr vielversprechend aus. Hier ist so eine, als ob hier jemand was durchgeschliffen hätte durch die Brennnesseln. Ja. Schweiß. Ja. Aber kein Lungenschweiß, ne? Da wird dann mit immer wieder Spur hinaus. Aber wenigstens wissen wir jetzt, dass du ihn getroffen hast. Ja, das ist leider. Das ist ja hier drin, die können auch leben. Die ist ja richtig. Ja, die kannst einfach drauf lang. Den wirst du haben, Gerald. Das könnte ja einen Schuss haben, Paul. Weiß nicht. Sind jetzt mitten drauf. 100 Meter vom Anschluss. Mitten drauf, glaube ich. Warte kurz. Die kriechen auf jeden Fall. Hier geht's nach vorne. Da hinten. Da liegt ja, er. Da liegt er. Da liegt er. Ich glaube, das hat nicht gehört. Heb ihn mal an, bitte. Das gibt's nicht. Oh. Gerold, was hast du denn da geschossen? Ich werd bekloppt. Guck mal hier, der, das hier ist ja auch, das hatten wir ja noch gesehen, aber... Oh
Guck mal, was das hier unten für ein Knäuel ist. Ja. Das ist ja groß wie ein Handball fast. Ist das ein Hirsch? Das ist ein Hirsch. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so stark ist, Paul. Ich habe gedacht, der wäre kürzer. Das ist das Wichtigste. Oh Mann. Schon steif. Wartest du eine Stunde, das ist einfach zu lang. Ich leg meine Waffe ab. Ist entladen. Ja, passt. Ich denke, 12 ist er nicht, aber 10 ist er. Die hat morgen gefahren. Wahnsinn, Paul, was haben die für einen Hirsch geschossen? Das ist geil. Guck mal hier. Da hat er auch so einen. Auch so ein Knüppel. Noch allgemein starke Rosen, ne? Ja. Wie sind wir das Haupt kommt? Dieses Haupt, guck mal, wie bullig dieses Haupt ist. Ja, gut, dass er schwer im Wildbrett, stark im Wildbrett und bullig ist, das wussten wir ja. Das war ja schon immer. Gerold, zieh mal ein bisschen hier aus der Braken raus, damit wir ihn ordentlich filmen können. Zieh mal um 200 Kilo Höhe. Herrliches Eichenlaub hier. Und damit können wir jetzt mal zu Gerold. Ich realisiere das gerade gar nicht, was wir hier für einen Hirsch geschossen haben. Glaube ich dir. Geh mal. Nicht über den Hirsch. Kräftiges Waldmannsheil zum abnormen Hirsch. Ich zitter am ganzen Körper. Oh, Wahnsinn. Er liegt jetzt auf der rechten Seite. Wahnsinnshirsch. Wahnsinn. Völliger Wahnsinn, der Hirsch. Paul. Ja. Guck sich einer das an. Was Papa wohl dazu sagen wird. Das nicht. Der glaubt das gar nicht. Erzähl mal noch mal was über diesen Hirsch, Gerold. Ja, ich hab's ja vorhin schon erwähnt. Ich muss jetzt mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Krass. Umgerader 16 Ender. Also, wir kennen den Hirsch ja jetzt schon seit einigen Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es 5 Jahre oder 6 Jahre sind. Ich muss gleich mal in unsere Kartei gucken. Der Hirsch war immer ein 14-Ender. Einmal, glaube ich, ein ungerader 16-Ender. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hatte immer hier auf immer noch so ein kleines Ende drin. Und hat immer hier gebrumftet. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir haben jetzt einen reifen Hirsch frei. Und wir waren uns sicher, dass er das Alter hat. Ja. Das ist unglaublich, sowas im eigenen Revier zu erleben. Das ist einfach. Ich bin gerade sprachlos, wortkarg. Es tut mir leid, ich würde gerne euch mehr erzählen, das muss ich später machen. Ich bin gerade zu fasziniert von diesem Augenblick. Wahnsinn. Einfach nur beeindruckend. Ich bin ein bisschen. Es war heute Morgen ein bisschen zu viel für mich, muss ich sagen. Jetzt, wenn man hier so sitzt und ein bisschen Zeit vergehen lässt und das langsam versucht, alles zu realisieren, da wird einem auch langsam klar, was man hier gemacht hat.
Das ist aber ein Stück Reviergeschichte, das hier heute endet. Beziehungsweise es endet eigentlich nicht. Also der Hirsch hängt bei uns zu Hause oder wird bei uns zu Hause hängen. Wir werden für immer daran denken, wie wir ihn hier über Jahre haben beobachtet, brumpften lassen, wie er immer unser Platzhirsch war. Ja, und heute, ich würde sagen, zur diesjährigen Hochbrumpft hat es gepasst. Genau da, wo der Hirsch immer stand. Wahnsinn. Genau der Sitz von dem aus, wie ihn vor 5 Jahren das erste Mal fotografiert haben. Ja. Also das zeigt auch, wie standorttreu auch so ein Hirsch ist. Aber auffällig ist zum Beispiel, dass er nur zur Brumpft da war. Er war nie zur Feistzeit da, er war nie im Winter da, immer nur zur Brumpft und zur Brumpft auch immer in diesem Bruch. Teilweise auch, wenn er da drin gestört wurde, wenn wir zum Beispiel einen Zweierhirsch geschossen hatten oder so, dann war er teilweise am nächsten Tag einfach wieder da. Tja. Und dieses Kapitel endet hier heute. Was mich ein kleines bisschen traurig macht. Aber andererseits bin ich sehr glücklich, dass ich einen solchen Hirsch erlegen darf oder durfte. Und ich weiß, dass auf jeden Fall genug mittelalte, gut veranlagte Hirsche da sind, die seinen Posten übernehmen können. Und in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir jetzt in die Zukunft, oder Paul? Genau. Weidmannsteil zum abnormen alten Hirsch, Gerold. Weidmannsdank. Und damit endet dieses Kapitel Reviergeschichte. Einerseits sind wir natürlich froh, dass ein solcher Hirsch so lange bei uns standorttreu gebrumpftet hat, und dass wir ihn letzten Endes auch selber erlegen konnten. Andererseits ist uns jedoch bewusst, dass nicht wir allein einen solchen Hirsch heranhegen. Ohne ein sauberes Zusammenspiel vieler zusammenhängender Reviere könnte es solche Hirsche auch in unserer Region bald nicht mehr geben. Geschätzt zog dieser Hirsch 11 Jahre lang seine Fährten durch unsere Region. Und bei Betrachtung des Rosenumfanges von über 33 cm wird deutlich, es ist ein Ausnahmehirsch. Jetzt anmelden und 20% sparen mit dem Code HOODFREE23.